Wofür will die Bundesregierung im kommenden Jahr Geld ausgeben und wo muss gespart werden? Diese Fragen sind noch immer nicht geklärt, trotz mehrerer Nachtsitzungen. Zu weit liegen die Vorstellungen von SPD, FDP und Grünen auseinander. Eigentlich wollte man sich bis heute einigen, um dann den Haushaltsentwurf den Bundestagsabgeordneten vorlegen zu können, damit die sich informieren können, worüber sie dann im September beraten und abstimmen sollen. Bisschen Haushalt macht sich von allein. Ja, schön wär's. Das bisschen Haushalt bringt die Ampelkoalition gerade wieder in höchste Nöte. Ein Loch klafft. Mindestens 5 Milliarden Euro. Situation ist sehr klar. Ich bin überzeugt davon, der Staat muss mit dem Geld auskommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen. Dafür werde ich doch jeden Tag angegriffen, dass das meine Meinung ist, dass wir nicht alles Mögliche finanzieren können. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Zur Erinnerung, um das Haushaltsloch zu verkleinern, sollten Zuschüsse des Bundes an die Bahn und die Autobahn AG als Darlehen gezahlt werden, statt direkt aus dem Haushalt. Könnte gehen, ist nicht unkompliziert. Was nicht geht, 5 Milliarden ungenutzter Energiepreishilfen abzweigen und in den nächsten Haushalt stecken. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Die FDP meint, eigentlich seien ja 99% geklärt. Doch an dem 1% hakt es jetzt, denn Kürzungsvorschläge der Liberalen im sozialen Bereich sind mit Grünen und SPD nicht zu machen. Von der Diskussion sind mittlerweile alle genervt. Vielleicht tut es ja ganz gut, wenn man weniger am Verhandlungstisch sitzt, sondern mehr im Straßenwahlkampf ist. Weil die Bürgerinnen und Bürger haben eine deutliche Meinung. Diese Meinung könnte man so zusammenfassen. Jetzt macht endlich mal hin.